Grüß Gott, liebe Senioren, es freut mich, dass Sie auf meine Webseite gefunden haben, harand.tv, eine Seniorenplattform, wo es die verschiedensten Themen in der Zukunft geben wird. Mein Name ist Heinrich Harand, habe die Heimleiterausbildung gemacht, war wieder dabei, so bei den ersten in Österreich, war eine ganz feine Sache. Ja, und war dann 10 Jahre Heimleiter in einem Seniorenheim. Habe in der Zwischenzeit aber dann die Trainerausbildung gemacht, Coachausbildung, Leadership, das heißt, habe das irgendwo angestrebt, weiter. Meine Hobbys, ja, sind Senioren, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ich habe im Salze TV, das ist Bezirksfernsehen in Gmunden, habe ich eine Seniorensendung, da sehen wir unter salze.tv in der Rubrik Senioren, sind schon einige Sendungen drinnen von mir, sind für heuer wieder einige geplant. Und ja, natürlich, für Sie ist natürlich jetzt interessant, ja, warum gehe ich vielleicht nicht YouTube, dass Sie vielleicht manche jetzt gefragt haben. Ja, es ist schon seit Jahren ein Anliegen von mir, für die Senioren eine Plattform zu schaffen, weil ich einfach sehe, für Senioren, es wird viel gesprochen, es wird viel gesagt und natürlich ist es Geschichte dafür, aber ich glaube, dass einfach auch noch zu wenig passiert. Und was ich in meiner Plattform auch erreichen möchte, ist eine Plattform für Senioren, deren Angehörige, wo sie Informationen bekommen, wo sie Gedankenanstöße kriegen, wo sie einfach sehen, hoppala, ma, das könnte ich auch machen und eine gewisse Unterstützung so in ihrem Lebensabschnitt. Ja, manchmal auch mentale Unterstützung, die was oft ganz gut tut. Ja, was haben wir so für die Themen? Das ist einmal natürlich, was ich jetzt angesprochen habe, das ist die Gestaltung des dritten Lebensabschnittes, wie wir es so nennen, die Pension. Was ist ganz interessant wird, ist Partnerbeziehung in der Pension. Das heißt, da tut sich dann auch einiges. Zuerst ist man stundenweise benannt, dann ist man aber ganz top benannt. Auf 24 im Alter. Ja, wow, denken Sie, Sexualität. Weil, oft wird oft nicht immer nur geredet davon. Nächstes ist Kultur. Kultur, Musik, also viele schauen sich heute Konzerte an, gehen in die Oper und einfach sind voll unterwegs und oder sind überhaupt selber Künstler geworden. Wenn es weiterkommt, ist ein heißes Thema immer wieder so die Hofübergabe, Vererben, Verschenken. Also einfach dieses Thema. Jung und alt in einem Haus. Das ist auch so ein bisschen ein heißes Thema, denn viele wollen über das Thema gar nicht reden, obwohl viel hintum geschimpft wird und gejammert wird, ob von jung oder von alt, dass Selbsthilfegruppen zusammenkommen, wo es ja auch die verschiedensten gibt und wo auch sozusagen die Angehörigen oft Unterstützung kriegen, wie kann ich mir da helfen, wie kann ich es betätigen in einem Altenheim. Und das Thema Altenheim, ja oder nein, ist genau wieder so ein Thema, man redet nicht gern, man schiebt es auf Zeiten. Naja, was so ist. Aber je mehr wir es auf Zeiten schieben, es wird uns trotzdem am Haus. Ich gehe nicht gerne in Krankenhaus. Weder als Besucher, geschweige denn, dass ich mich gerne einlege. Aber wer tut das schon? Naja, aber wenn wir es brauchen, dann sind wir doch froh, dass wir ein Krankenhaus haben, dass wir ärztliche Versorgung haben. Deswegen gibt es die verschiedensten Themen. Das ist jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was ich in der nächsten Zeit vorhabe auf dieser Plattform. Bleiben Sie im Lebensfluss. Ich freue mich, wenn Sie wieder mal auf meine Plattform hereinschauen, das heißt im YouTube unter harand.tv. Dort sehen Sie aber auch diese Sendungen, was im Salze TV schon gelaufen sind. Die werden Sie auch bei mir auf meiner Plattform sehen können. Und es sind für heuer wieder 10 Sendungen. Und ich darf mich freuen, wenn Sie wieder mal reinschauen und wenn Sie es auch weiter sagen. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie im Lebensfluss, Ihr Heinrich Harand. Thank you.